Wir treffen Torben Krol, Torwart von Rot-Weiß Oberhausen. Wir wollen mehr erfahren, mehr als den Fußballer, den Mensch kennenlernen. Den Mensch, Torben Krol, hautnah. Ja, du bist Torwart von Rot-Weiß Oberhausen. Ja. In der Regionalliga. War das immer ein Traum von dir, Torhüter zu sein, oder hat es nicht gereicht auf dem Feld? Ja gut, ich denke, früher hat es doch gereicht, aber ich wurde damals in der F-Jugend, hat sich ein Torwart von uns, der konnte irgendwie nicht spielen, warum weiß ich nicht. Und dann musste ich notgedrungen mal ins Tor, hatte ich natürlich am Anfang gar keinen Bock drauf. Und gut, dann habe ich ein ganz gutes Spiel gemacht und hat der Trainer gesagt, ob ich nicht Lust habe, immer im Tor zu bleiben. Mhm. Da habe ich gesagt, nee, das ist überhaupt nichts für mich. Ich will Tore schießen, war früher Stürmer. Dann ein paar Hütten gemacht und dann darauf die Saison habe ich dann noch im Feld gespielt und dann darauf das Jahr hat er mich nochmal gefragt und dann habe ich gesagt, okay, komm, machst du das mal für eine Saison, weil wir wirklich gar keinen hatten und dann hat sich das dann nachher so rausgestellt, dass ich ab da dann immer Torwart geblieben bin. Hab auch dann, wo ich den Verein gewechselt habe, hab immer, weil wir da auch zwei Torhüter waren, habe ich immer ein Spiel im Feld gespielt, eins im Tor, das war dann immer so ein Wechsel. Und ja, so ist das dann gekommen, dass ich dann Torhüter wurde. Das heißt, du hast angefangen als Stürmer. Tut dir das jetzt gut als Torhüter? Weil ja momentan sind ja diese Leute gefragt, die mitspielen, die rausgehen, die Pässe gut bringen. Tut dir das gut oder ist das oder siehst du da überhaupt gar keinen Unterschied? Oder ist dir das eigentlich wurscht? Oh, ich denke mal, zu früher ist es natürlich heute schon was anderes. Aber ich spiele im Feld, wenn wir im Training Situation durchspielen, weil wir auch im Training drei Torhüter sind, dann spiele ich auch ab und zu mal gerne im Feld, wenn der Trainer sagt. Und gut, das tut einem dann auch ganz gut, ne? Das stimmt natürlich. Ja, du sagst drei Torhüter, wie ist das so? Torhüter, ich meine, ein Spieler, der kann mal 5 Minuten rein, da wird er eingewechselt, der weiß, vielleicht wird er heute mal spielen. Bei Torhütern ist das ja was anderes. Man ist zu dritt, einer kann nur spielen. Was ist das für ein Gefühl? Du kennst ja beides, auf der Bank zu sitzen und auch zu spielen. Was ist das für ein Gefühl, wenn du auf der Bank sitzt und weißt, nee, heute, das wird wohl nix? Ja, gut, das weiß man ja nicht nur, ja, 2 Minuten vorm Anpfiff, sag ich mal, das weißt du ja schon die Woche über im Training oder so. Und natürlich ist man dann ärgerlich auf der Bank, ist man auch ein bisschen sauer, warum man nicht spielt. Aber ich denke, das ist was völlig Normales, ich denke mal, dafür sind wir alle Mensch. Und wenn ich jetzt sage, ich würde mich freuen, wenn ich auf der Bank sitze, dann würde ich lügen. Und natürlich, das, wenn man spielt, ist natürlich was Geiles, ne? Vor allem hier vor so einer Kulisse. Und natürlich auch, meiner Meinung nach, ich kenne es jetzt, ich habe noch nie vor 50.000 gespielt, aber ich finde einfach die 2.000, die hier sind, das ist natürlich schon überragend gut. Ja, ich habe ja vorher schon mal ab und zu reinschnuppern dürfen, schon mal noch zu Zweitliga-Zeiten schon mal eine Halbzeit gegen Köln spielen dürfen. Und das war natürlich dann so ein Testspiel, aber so ein Pflichtspiel ist natürlich dann wieder was anderes. Und ich muss sagen, am Anfang hat man so ein bisschen den Köttel in der Buchse gehabt, aber dann nach den Spielen, das legt sich und jetzt freue ich mich einfach nur riesig auf jedes Spiel. Also ich muss sagen, ich sammle die ganzen Bilder, die immer geschossen werden im Stadion, sammle ich immer so in so einem Ordner auf dem Handy. Und ich habe mir vorgenommen, die jetzt irgendwann die nächsten Tage, nächsten Wochen mal alle auszudrucken und mir dann so ein Album fertig zu machen vom ersten richtigen Jahr, wo wir dann auch richtig um was gingen. Und ich habe mir vorgenommen und ich hoffe, das klappt. Das klappt bestimmt. Wenn du da so rangehst, wie du deine Torhüter-Sachen machst, dann klappt das mit Sicherheit. Was auch gut geklappt hat, das war das Viertelfinalspiel gegen den KFC Uerdingen. Da haben wir ja ein Interview gemacht, das war ja recht turbulent damals, genau. Als sich ein paar Männer angesprungen haben. Ich hoffe, das war da das erste Mal. erzähl uns doch nochmal, jetzt mit ein paar Tagen Abstand, was das für ein Gefühl gewesen ist. Dieses unglaubliche Spiel vor ich glaube, fast 5000 Zuschauern und dann hältst du den Elfmeter. Ja gut, es war natürlich schon Gänsehaut pur, wie man da reinkam, unsere Fans gesehen hat, dann KFC Uerdingen hat auch natürlich super Fans. Jetzt hat man natürlich gesehen, was die da für Choreografien, unsere Fans, wie auch KFC Uerdingen, gemacht haben. Und natürlich gucke ich mir das Spiel auch heute, das Elfmeterschießen, die Szenen, gucke ich mir ab und zu auch nochmal an zu Hause, abends im Bett, wenn ich mal Langeweile habe. Oder ja, und es freut mich natürlich immer wieder, dass es solche Szenen gibt. Und gut, das ist jetzt eine Woche her, wir haben alle abgehakt und wir freuen uns jetzt auf die
kommenden Spiele. Was bist du für ein Torwarttyp? Ich meine, es gibt ja viele Leute, die haben in vielen verschiedenen Bereichen, nicht nur im Fußball, Vorbilder. Gibt es Vorbilder, die du hast im Tor? Ja, ich hatte eine Zeit lang, und da habe ich jetzt auch immer noch, da stehe ich auch zu, dass ich ein großer Fan von Tim Wiese bin. Und das war vor 2-3 Jahren noch mehr die Zeit, wie jetzt ist. Ich fand den Typ einfach schon immer gut und ich stehe da jetzt auch völlig weiter hinter, auch wenn er so ein bisschen in Hoffenheim von der Bildfläche verschwunden ist. Und da stehe ich aber weiterhin zu, das ist mein Vorbild. Was hast du dir abgeguckt von Tim Wiese und was ist es das an ihm, was du dir vielleicht niemals abgucken würdest? Zum Beispiel die Haare oder sowas? Ja, das ist zum Beispiel der eine Punkt, aber das ist ja dann auch relativ egal, ob er Glatze oder lange Haare hat. Ich finde ihn vom Typ einfach gut, seine Ausstrahlung von den Bällen, die er hält, von 1 gegen 1 Situationen, finde ich ihn einfach super. Der war ja Nationalspieler, war die Nummer 2. Jetzt hat er keine Rolle mehr gespielt, aber klar, du spielst Regionalliga. Hast du damals oder heute noch irgendwelche Ambitionen, wo du sagst, so, ich möchte vielleicht mal erste Liga spielen, Bundesliga spielen oder vielleicht sogar mal den Adler auf der Brust tragen? Ich meine, man braucht ja Träume und Ziele im Leben. Ja, natürlich. Ich glaube, wenn ich diese Träume oder diese Ziele nicht hätte, dann würde ich jetzt auch gar nicht hier stehen mit euch. Und ja, ich denke mal einfach für mich ganz klar, ich will noch nach oben, nach ganz oben. Und da brauche ich auch gar nicht viel drum herum reden. Dirk Langerbein hat zum Beispiel ganz oben gespielt, hat Bundesliga gespielt, ist jetzt der Co-Trainer, aber auch dein Torwarttrainer. Genau. Den haben wir mal gefragt, was er denn ja, von dir hält. Schauen wir mal rein. Torben hat sich hier gut entwickelt, hat die Chance bekommen, war vorher in der U23, hat er gute Leistung gebracht. Ist ein junger Torwart, der noch einiges lernen muss, aber der auch schon vieles kann. Und ja, wir sind mit seiner Entwicklung zufrieden und hoffen, dass er auf dem Weg weitermacht. Aber da mache ich mir eigentlich keine Sorgen, weil er da auch wirklich vom Charakter her gefestigt ist. Und er ist auf einem guten Weg, ein richtig guter Torwart zu werden. Fühlt man sich da stolz? Ja, natürlich. Also Dirk ist ein großer Torwart gewesen und es freut mich natürlich unheimlich, dass er so von mir denkt. Aber das kriege ich aber auch in Abständen ab und zu, in 2-3 Wochen Abständen kriege ich das von ihm auch gesagt, wie er mich momentan sieht die letzten Wochen und wie ich gearbeitet habe. Und ja, das freut einen natürlich dann. Jetzt haben wir ja vorhin schon darüber gesprochen, dass immer nur ein Torhüter spielen kann. Der andere sitzt dann, leider Gottes, so ist der Fußball, auf der Bank. Momentan ist das hier beim RWO Patrick Nettekofen. Findet aber trotzdem nette Worte für dich und da hören wir jetzt auch mal rein. Also er macht es für seine 19 Jahre auf jeden Fall richtig gut, muss man sagen. Also auch wenn wir Konkurrenten sind, ich denke, wir haben ein ordentliches Verhältnis. Wir haben keinen Krieg oder sonst irgendwas, ist schon in Ordnung, absolut. Und wie gesagt, strahlt schon eine ordentliche Ruhe aus für 19 Jahre. Und ja, dass er ab und zu mal einen Fehler macht, ist ja ganz normal. Macht jeder Torwart. Ja, gar keine Frage. Und von daher muss man sagen, absolut Kompliment, dass er in dem Alter schon das sehr ordentlich löst hier. Ja, so Worte zu hören eigentlich von einem Konkurrenten, muss man ja sagen, obwohl ihr in einer Mannschaft spielt, das ist doch nett, sag ich mal. Ja, natürlich. Also ich verstehe mich, wie gesagt, mit beiden anderen Torhütern richtig gut. Mit Patrick und Sebastian, ich denke mal, wir haben alle ein ganz gutes Verhältnis. Wir können Fußballplatz und danach können wir trennen. Mit dem Pet waren wir, ich bin ab und zu beim Pet zu Hause und zocken eine Runde FIFA. Und ja, ich denke mal, das kann man da ganz gut ausblenden. Und ja, er unterstützt mich auch, wo er nur kann. Also muss ich auch natürlich mal sagen, dass er mir hilft, mir viele Tipps gibt, weil er hat natürlich die Torwartschule von Leverkusen genossen. Ja. Die durfte ich jetzt nicht genießen und da gibt er mir auf jeden Fall schon viele Tipps. Und das, was er mir versucht zu vermitteln, das macht er schon ganz gut. Wenn du das gerade sagst, er hat die Torwartschule von Leverkusen genossen, du nicht. Warum ist es nicht dazu gekommen? Und erzähl uns mal, was ja deine ersten Schritte gewesen sind. Genau, ich habe früher angefangen beim SV Wacker Oberkastrop. Ja, sehr guter Verein, habe ich gehört. Ja, kleiner Stadtteil bei uns. Ich komme ja aus Kastrop. Bin dann von da zum Stadtrivalen gegangen, Blau-Gelb Schwerin. Habe immer mal versucht, ein Probetraining zu machen am VfL Bochum. Hat aus irgendwelchen Gründen nie geklappt. Warte. Das, ja gut, das habe ich hingenommen und
habe nie aufgehört daran zu glauben und bin dann von da dann zum VfB Waldhof gegangen, weil ein alter Trainer, mit dem ich halt auch richtig gut klar kam, Martin Backwinkler, bin ich dann zusammen zum VfB Waldhof gegangen. Habe ihm aber auch von vornherein gesagt, dass ich ab der B-Jugend nochmal versuchen will, nochmal eine Liga höher, will nochmal versuchen, irgendwo Fuß zu fassen. Und habe dann durch meinen Lehrer, da ich damals in der Schulmannschaft gespielt habe, dann durch meinen Lehrer, der hier in der U16-Trainer war, hat mir dann ein Probetraining klar machen können beim jetzigen U19-Trainer Gerd Gottsche. Mhm. Habe dann da ein Probetraining gemacht. Ja, dann auch sofort die Zusage gehabt und dann war für mich klar, ich brauche nicht lange überlegen, ich gehe zur RWO. Und jetzt ist dein aktueller Trainer Peter Kunkel. Ja. Würdest du sagen, das ist vielleicht der beste Trainer, den du je hattest, weil er ein Fußballlehrer ist? Ja, auf jeden Fall. Auch aus dem Grund, weil er auch mir auch das Vertrauen schenkt, über die Wochen, über die Monate jetzt zu spielen. Und das, was er uns vermittelt, kommt super an. Mir auch viele, viele Tipps schon gegeben, auch meine Dummheit im Spiel gegen Wiedenbrück, da haben wir auch nochmal drüber gesprochen, intensiv, und da bin ich auch voll zufrieden mit. Mit einem Menschen, wo du vielleicht auch über die eine oder andere Sache sprichst, das unterstelle ich dir jetzt einfach mal, ist dein Vater. Genau. Du hast nach dem Elfmeterschießen in Uerdingen hast du gesagt, als ich dich gefragt habe, dass du dich auf den Boden legst, hast du zu mir gesagt, dass dein Vater dir Tipps gibt. Ja. Was bedeutet dein Vater für dich, menschlich, aber auch für deine Karriere? Ja, also ich denke mal, darüber brauchen wir nicht so viel reden, weil Familie geht einfach über alles. Und mein Vater war früher mein Torwarttrainer, immer in der Jugend. Er war selber nie Torwart gewesen, hat die ganzen Dinge, die er mir halt beibringen konnte und wollte, hat er mir über Bücher beigebracht. Und ich sag mal so, das ist natürlich ein Unterschied, ob ich jetzt bei Manni Behrendt, Dirk Langerbein oder Olli Ahler Torwarttraining habe als mein Papa. Aber ich muss sagen, mein Papa hat halt immer viel mit mir gemacht und versucht, mir das beizubringen, was er so aus den Büchern gelesen hat. Und meine Eltern haben mich immer unterstützt. Ne? Die sind mit mir überall hingefahren und zu jedem Spiel. Und wenn meine Eltern mal nicht konnten, dann habe ich Großeltern gehabt, die mich gefahren haben. Eine Schwester, die mich auch ab und zu gefahren hat. Und da bin ich einfach glücklich. Ich denke, nur so geht's mit vernünftigen Unterstützung von zu Hause. Und also ist man einfach voll zufrieden. Man hört ja, du bist ein Familienmensch, das kann man ja direkt raushören. Jetzt sind wir ja auf so einer Brücke im schönen Oberhausen, wo ja Leute auch ihr Liebesschloss dahin hängen. Ich möchte jetzt nicht mit dir über Liebe sprechen, wir sind beide noch jung. Aber was bist du denn für ein Mensch? Was würdest du sagen? Was bedeuten dir so Gefühle, Sentimentalität? Ist das was für dich eine Rolle spielt, oder bist du eher ein, wie soll man das ausdrücken, nüchterner Kerl? Nee, also ich denke mal schon, dass wir alle Menschen sind und ich denke mal, Gefühle sind das Normalste von der Welt. Und ich denke, dass ich da auch auf jeden Fall ein Mensch bin wie jeder andere. Okay. Wenn du nicht Torwart geworden wärst, um jetzt mal ganz hart das Thema zu wechseln, was wäre Torben Krol heute wohl? Ja, ich habe letztes Jahr jetzt im Sommer mein Fachabitur gemacht, wollte dann auch eine Ausbildung anfangen. Ich denke mal, ich wäre dann jetzt irgendwo in irgendeinem Betrieb, würde eine Ausbildung machen, würde abends um 19 Uhr ein bisschen Bezirksliga kicken. Und ich denke mal, das wäre dann irgendwo da hinausgelaufen. Ja, Oberhausen hat schöne Flecken, zum Beispiel hier der Kaisergarten. Schöne Tiere. Warst du damals, als du klein warst, auch oft im Zoo mit deinen Eltern? Meine Großeltern waren oft im Zoo. Ja? Im Wuppertal in einem Zoo. Da wollte man immer Schwebebahn fahren. Und gut, ich kenne den Kaisergarten aus den Sommervorbereitungen, die ich jetzt hier schon erlebt habe. Da waren dir die Tiere wahrscheinlich egal. Ja. Und da kenne ich, glaube ich, hier jeden Asphalt und jeden Baum. Jeden Baum. Erzähl uns doch mal ein bisschen was. Wie läuft denn so eine Vorbereitung? Ich meine, wirst du da auch als Torhüter, der eigentlich nur im Strafraum steht, auch hart rangenommen? Ja, ich denke mal, die ersten Wochen der Vorbereitung machst du mit der Mannschaft mit, und wir sind auch mit der A-Jugend hier, haben wir immer unsere Runden gedreht hier. Die erste Zeit wird immer halt auf Grundlagen Ausdauer gemacht. Und das muss ich sagen, schadet uns allen nicht. Und ich denke auch, wenn man in der freien Zeit was tut, die Pläne, man kriegt immer Pläne mit von den Trainern, wenn man da was tut, dann hat man auch eigentlich gar keine Probleme, die Vorbereitung durchzuziehen, weil ich denke mal, jeder macht es für sich, und wenn man vorher nichts tut, dann verkackt man die Vorbereitung. So ist das auf gut Deutsch gesagt. Ja,
Absolut. Und ja, jeder tut was. Der eine mehr, der andere weniger. Der eine mehr, der andere weniger. Richtig, aber einen Plan, den hast du auch mitbekommen von Peter Kunkel. Und auf den Plan stand dann auf einmal Torben Kohl, dick. Bitte 8 Kilo abnehmen. Oder wie war das? Ja, das, ich muss sagen, das war so. Das haben wir in Rot-Weiß Essen gespielt, noch vorm Derby. Und dann sagt der Physio zu mir, das ist aber auch schon eine ganz schöne Wampe. So, und ich wusste das natürlich vorher schon immer, dass ich ein bisschen hatte. Und dann haben wir, bevor es in die Pause ging, haben wir dann nochmal gewogen. Und dann hat der Trainer zu mir gesagt, dass da ein bisschen was runter soll, 2-3 Kilo. Torwarttrainer auch, der Dirk hat das gesagt. Dann habe ich mir aber gedacht, wenn ich schon mache, dann mache ich es richtig. Und bin dann auf 8 Kilo runtergekommen, fühle mich jetzt auch so wohl und deutlich besser und bin zufrieden. Hat mich dann natürlich auch gefreut. Und als ich dann beim ersten Trainingstag in der Wintervorbereitung in die Kabine kam, da haben alle mich gefragt, ob ich krank bin oder ob es mir gut geht. Ja, ich denke mal, das war dann der Erfolg. Jetzt sieht man, dass es dir gut geht. Ja, bestimmt. Ja, ich denke mal, wir haben eine super Stimmung in der Mannschaft. Vor allem auch jetzt mit den Leider nicht. Leider nicht. Jetzt noch mehr. Das heißt, du hast keine 2-Euro-Stücke, obwohl du Profi bist. Ja, das stimmt. Viele Leute wissen ja gar nicht, wie es ist, in der Fußballmannschaft so hoch zu spielen. Dann kann man sich das immer nur ein bisschen vorstellen. Nimm uns doch mal mit so in die Kabine. Erzähl uns doch mal, wie läuft das da ab? Wie versteht ihr euch untereinander? Wer ist da der größte Spaßvogel? Lass mal was raus. Ja, also ich denke mal, wir verstehen uns eigentlich alle ganz gut. Und mit zum Winter ist noch einer dazugekommen, der noch ein richtiger Spaßvogel ist, mit Marcel Landers. Und hat nochmal so einen richtigen Pep reingebracht. Und ja, wir verstehen uns alle super. Ja, die alten Spieler, die sind da, die gehen vorne weg. Ne? Die unterstützen uns als immer mal ein Späßchen bei, ob es auch mal ein junger Spieler ein Späßchen zum Alten macht oder andersrum. Und da gehört alles dazu. Mich haben sie immer vor, jetzt noch vor der Winterpause, gab es immer 1-2 Kandidaten, die immer gesagt haben, na, Schwammi und so und solche Sachen, aber darüber lacht man und dafür sind wir ein Team, dass wir das zusammen wegstecken. Und du bist ja ein junger Kerl. Ja. Du wirst ja jetzt am 20. Mai, wirst du 20 Jahre alt. Genau. Ne? Runder Geburtstag sozusagen. Wie ist das für dich gewesen, vor allen Dingen in den ersten Spielen, wenn man dann zum Beispiel einem erfahreneren Spieler, Weigelt, Novak, Anweisungen geben muss? Ist das so ein, ja, ist das etwas, wo man erstmal sich trauen muss, oder ist sowas wurscht, wenn angepfiffen ist? Ja, aber ich denke mal, vom Training und vom Spiel her, also im Training ist das so eine Sache, da muss man sich das erstmal trauen, aber vom Spiel her ist das eigentlich dann egal, im Spiel ist das dann wieder vergessen. Und ich hatte mal vorletzte Woche hat mich meine Mama angesprochen, wo wir im Spiel, wo ich eine Mauer stellen musste und wo ich dann auch geschrien habe, wo ich Terra angeschrien habe, was aber auch normal ist, weil wenn du 2000 Zuschauer hast und die singen und grölen, dann versteht man einen nicht. Und da hat meine Mama schon zu mir gesagt, sie kam sich da so ein bisschen komisch vor, weil ich da den alten Herrn so angefaucht habe. Aber ja, das gehört einfach dazu und nach dem Spiel ist sowas auch wieder vergessen. Also denkst du und kannst uns auch ganz klar sagen, dass es eine perfekte Hierarchie im Team gibt, die Mischung stimmt, die Chemie stimmt? Ja, auf jeden Fall. Ja, das kann ich nur bestätigen. So viel Gute und vom Charakter auch super Typen dabei. Und ja, das freut einen natürlich, in so einer Mannschaft, in so einem Verein spielen zu dürfen. Gibt es denn Leute, wo du sagen würdest, mit denen verstehe ich mich nicht nur gut, sondern das sind auch meine Freunde. Findet man in Fußballmannschaften trotz dieser Konkurrenzsituation und dem Druck, der manchmal herrscht, findet man da echte, wahre Freunde? Ja, also ich denke mal, so 2-3 Typen habe ich da schon bei, mit denen ich auch privat ab und zu was mache. Zum Beispiel mit Kevin Stoike, wir verstehen uns blind, sag ich mal. Und ja, ich denke mal, den kenne ich ja auch schon jetzt 2,5 Jahre. Und wir verstehen uns super und wir machen auch viel in der Freizeit zusammen. Gab es für dich in deiner noch jungen Karriere und in deinem noch jungen Leben auch schon mal so schwere Verletzungen? Ja, also schwere Verletzungen kann ich jetzt nicht sagen. Ich hatte mal die Hand gebrochen und wurde auch an der Hand operiert und hatte ein paar Gips überall schon gehabt und Ellbogenverletzungen, wo ich dann auch leider Gottes in den Sommerferien 3 Wochen Vollgips, 3 Wochen Schiene hatte. Ich hatte ab und zu mal so eine
Ja, ich hatte Probleme mit dem Knie früher, mit dem linken Knie. Und hatte dann auch eine Schiene um, aber das hat mich irgendwie nie gehindert, weil ich habe da meinen Eltern gesagt, ich bin beim Kumpel, sitze an der Playstation und habe die Schiene abgemacht und bin auf den Fußballplatz gegangen. Okay. Weil ich einfach ein Typ war, ich konnte einfach nie ohne. Ich war früher nicht so der Typ, dass ich zu Hause gesessen habe, immer an der Konsole. Ich musste früher um 8 Uhr zu Hause sein, habe Mama gesagt, bin um 8 Uhr nach Hause, habe gefragt, ob ich noch eine Stunde raus kann. Ja. Ich habe in den Bäumen gesessen, Buden gebaut, alles Mögliche. Und ja, und dann, wenn ich einen Gips hatte, das hat mich eigentlich nie gestört. Ich habe immer einen Gips abgemacht, immer in eine Ecke liegen lassen. Den immer kaputt gemacht, damit Mama und Papa nicht sagen, mach den wieder dran. Das heißt, du bist auch eher so ein Mensch, was ja auch gut ist eigentlich für einen Torhüter, der das Risiko liebt. Kann man das so umschreiben? Ja. Ja? Gibt es da noch irgendwelche Sachen? Ich meine, ihr habt mal gehört, ihr habt in der Vorbereitung, seid ihr hier auf dem Hügel gestiegen. Ja. Und erklär uns mal oder erzähl uns mal diese Situation. Ja, da können wir ja gleich zusammen hingehen. Da ist so ein Berg, da sind wir Schlitten gefahren, beziehungsweise unsere Älteren, die schon Kinder und Familie haben, die haben dann die Schlitten mitgebracht von den Kindern. Dann sind wir oben auf dem Berg, haben dann Teams gebildet und sind dann runtergerutscht in Zweierteams, in Dreierteams, zu dritt auf dem Schlitten und mussten dann auf der anderen Seite des Berges wieder hochlaufen, abklatschen, Schlitten übergeben und bis dann alle durch waren wieder, haben wir dann ein paar Durchgänge gemacht und da haben auch einige, haben da ein Bäuerchen gemacht, also galant ausgedrückt, zu gut gegessen haben vorher. Okay. Und das war dann schon so eine Herausforderung in der Wintervorbereitung. Was sind so deine letzten Gedanken? Hast du so Rituale, bevor ein Spiel losgeht? Oder bist du nicht der Mensch, der ja, Aberglaube doch, hat? Doch, volle Konzentration, wirklich alles ausblenden. Ich hätte dich gefragt, was du für eine Radlein hast oder einfach nur ein Blick gerade rein. Und damit bin ich immer gut gefahren und werde auch weiter so fahren. Du bist jetzt, das haben wir schon diverse Male angesprochen, ein junger Kerl. Das heißt, dir steht eigentlich noch deine ganze Karriere bevor. Wo siehst du dich so in den nächsten 5 Jahren? Um jetzt mal auch darauf zu kommen, deine Beraterfirma, die du hast, die hat einen Spieler. Der spielt in Australien. Wäre sowas zum Beispiel mal für dich interessant? Ach ja, ich denke mal, Ausland ist sowieso eine interessante Sache für mich, aber da mache ich mir jetzt eigentlich noch gar keine Gedanken drüber. Ich bin jetzt in Oberhausen und ich habe Vertrag und da bin ich auch glücklich drüber. Und für mich zählt erstmal dieses Jahr nur der Erfolg und die Klasse zu halten. Und nächstes Jahr wollen wir dann angreifen wieder mit der neuen Mannschaft. Und da bin ich auch zuversichtlich, dass wir das auch packen. Ein berühmter Mensch hat mal gesagt, man kann dir den Weg weisen, gehen musst du ihn selbst. Torben Krol geht seinen Weg.